Ja, bevor wir jetzt auf den zweiten Teil des Geländes kommen, zeige ich nochmal dieses imposante Bauwerk, das schon seit Jahren verlassen und vielleicht auch vandalisiert hier steht. Auf jeden Fall ist es so eingezäunt, dass man nicht an das Gebäude herankommt. Ich habe mal nachgefragt, was das sein soll, was es war, konnte man mir nicht sagen. Geplant war so 2007, 2008 dort ein Zentrum zu schaffen mit einem Kunstmuseum, aber auch verschiedenen Ateliers für Künstler. Und das wurde jetzt aber durch die Wirtschaftskrise, wurde das dann nicht realisiert. Und man sieht, das ist jetzt so eingezäunt, dass keiner das Gelände betreten kann. Also man hat hier diese riesigen Tore noch aus der kommunistischen Zeit. Da war ja alles sehr streng überwacht, doppelt vergittert, wie man hier in den Fenstern sieht. Ja, hier ein Wächterhäuschen. Man kommt rein, aber man kommt nicht durch die Tür durch. Also die Tür kann man aufdrücken mit etwas Kraft, um dann hier etwas besser die Aufnahme zu machen. Ja, architektonisch eigentlich sehr schade, dass man da nichts draus macht aus dem. Die Architektur ist, jetzt habe ich ja Blödsinn geredet. Die Architektur ist sehr schön, schade, dass man hier nichts verwirklicht, aber vielleicht kommt das ja in Zukunft. So, jetzt gehen wir weiter auf das andere Gelände. Das Tor wieder geschlossen. Und auf diesem Gelände gab es noch vor einiger Zeit so Paintball-Spiele, also wo man sich mit Farbkugeln beschießen konnte. Und das haben sie jetzt integriert in die Kunstausstellung. Der Steinhaufen gehört auch dazu. Was der sagen soll, weiß ich nicht. Erst hatte ich gedacht, als bevor ich das wusste, dass das ein Paintball-Gelände ist für die Armee zum Üben. Und finde auch hier interessant, dass es so eine Verbindung zwischen Lost Place und Kunst. Das hat man ja öfters in Lettland. Hier nochmal dieses imposante Gebäude, wo man leider nicht anders dran kommt. Also wenn ich darüber etwas finde in der Beschreibung, dann werde ich in dem Katalog, also beschrieben, was das hier für eine Art Kunst ist, was das aussagen soll, steht das auch unter dem Film. Entschuldige meine Versprecher, aber ein bisschen gehemmt, so oft direkt in den Film reinzusprechen. Ah, da sehe ich gerade die ganzen Kerzen aufgestellt. Reine Bienenwachskerzen, also edel und teuer. Warum sie hier nicht normale Kerzen verwenden, erschließt sich mir nicht. Soll vielleicht auch was aussagen. Ja, die sieht aus wie so ein Wohnzimmer.
Hier auch ganz interessante Anhänger. Noch hier wieder ein Apfel und Kerzen auf der Fensterbank. Ja, hier mussten die Leute Gott sei Dank unterschreiben, dass wenn sie hier aufs Gelände kommen, damit einverstanden sind, dass sie eventuell in irgendeinem Film erscheinen. Also insofern ist das hier nicht ganz so schlimm, wenn da mal eine Person durchs Bild läuft. Es gibt es übrigens, diese einfache Lösung gibt es übrigens viel in Lettland und das finde ich eigentlich sehr gut. Stellt sich für mich die Frage, warum das in Deutschland nicht möglich ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf große öffentliche Veranstaltungen geht, stehen entweder davor große Schilder
oder aber es wird im Internet darauf hingewiesen, dass sich jeder mit dem Betreten des Geländes damit einverstanden erklärt, dass er sowohl eventuell von Privatleuten für soziale Netzwerke als auch fürs Fernsehen oder wie auch immer gefilmt werden könnte. So, und wenn er das nicht möchte, sich den Kameras fernhalten oder gar nicht erst das Gelände betreten. So einfach kann man das nämlich auch lösen und nicht wie in Deutschland, wo das sehr kompliziert ist und man eigentlich von jedem eine extra Genehmigung braucht und dieses ganze Tralala. Jetzt geht dieser Film langsam zu Ende, weil ich ja maximal nur 12 Minuten hochladen kann. Von daher verweise ich darauf, einfach mal in die Playlist Ribocca Biennale oder so ähnlich wird die heißen schauen. Da sind die Filme in chronologischer Reihenfolge zu sehen, denn dann es geht gleich weiter mit dem nächsten Film.